Also jetzt wäre es Blümchen! aber nicht das Moin Moin erwartet. Nö, nö, nö. Das kommt ja bei dir immer sehr spontan. Das wäre jetzt nicht spontan gewesen. Ich gucke mir jetzt die Blümchen an. Kechi-Blümchen. Ja. Ein herzerweichendes Moin Moin. Ist immer schön, man weiß es ja nicht, aber ich überrasche immer gern mit dem Start. So, Change Game Mode. Rhythmica. Blop. Boah, richtig geschrieben beim ersten Anlauf. Leck, Ja, leck. Respekt. Was habe Komm ich jetzt hier. in der Tasche? 18 TNT. Immer noch. Gott, was ja. hab ich denn alles in der Tasche? Das ist noch Gib mir ein Yeah. von meinem Bahnhofsbau. Muss ich jetzt auch erstmal ausleeren gehen hier. Ja, Eichnutzkrebe in die Erde, 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 Erde. Oh, da hat was Bang. gerade noch was gewütet bei mir. Oh, da ist ja wirklich nur noch ein armseliger Schneemann hier in der Ecke. Oh, der guckt ganz traurig. Kann hier gar nicht gucken, der hat kein Gesicht. Eieiei. Kies, Freunde. Kies, Kies. Entschuldigung, bitte. Kies. Kies, ganzen Wassereimer, ich nehme jetzt einfach mal pseudomäßig mit, 12 Diamanten muss man beschützen, Eichenholz kann ich bestimmt noch für irgendeinen designtechnischen Krampus benutzen, genauso wie Eichenholz, genauso wie Bruchsteine, die Lore brauche ich eh, man läuft ja nicht, Mann von Welt und so, Hashtag, Kriege was ich habe gerade ich einen denn jetzt? Anruf? Soll ich da mal dran gehen? Wer ist denn das? Ich glaube, der versucht schon mehrfach. Ich geh mal ran. Hallo? Grüß dich. Ja, grüß dich. Ja, hi. Ja, moin. Ja, wie Oh. geht's dir? Ja, gut. Und dir? Ja, alles Bombe. Wahnsinn. Supi, freut mich. Und dir? Ja, freut mich. Supi, Wahnsinn. Ist ja Bombe. Toll. Ja. Könnte ich gucken, aber wage ich Oder? zu bezweifeln. Ich habe die, wenn dann, in meinem Rucksack transportiert. Ich habe die ja nicht in meinen Dings hier gehabt. Beziehungsweise, du hast die ja im LKW auf der Rückfahrt noch gehabt. Wichtiges Telefonat, meine Damen und Herren. Wichtiges Telefonat. Oh ne, da kommen haufenweise Loren mit Hühnern. Oh. Nein, 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 wir fahren nicht in die Richtung. Fahren in diese Richtung. Das ist doch scheiße. Hühner stecken hier fest. So, jetzt fahren sie beide in unterschiedliche Richtungen, so wie das ja auch. So. Ja, Mann, ist jetzt, glaube ich, mal kurz weg. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ja, ist schon Wollt mir wieder. gerade lästern. Ja, das war jetzt Ich gerade werde mal. hier von haufenweise Hühnchen in Loren. Ah, ich bin hier runtergefallen. Ich werde hier terrorisiert, werde ich hier. Ja, wir waren ja eine Woche weg gewesen, ne? Du erinnerst dich über seinen Geburtstag. Ja, in eurer Ja. Campinöse. Und da Ups, jetzt hat's habe ich die Schiene da doch abgebaut. gerade der uns da immer den LKW gefahren hat, mit dem bin ich zusammen in LKW gefahren. War, da kann man so schön Hab chillig. ich mir gedacht, wenn er Ja. hier gefahren ist, dass er da Ja. auch mit dabei war, oder was? Ja, und er vermisst seine Sonnenbrille. Und wir hatten lustigerweise das gleiche Sonnenbrillen-Etui, aber ich hab's jetzt auch nicht. Das ist ja natürlich Tja. dramaturgisch. Hochkarätisch. Ja, das hat er jetzt irgendwie verzockt, hat er das jetzt. Weiß Sehr ich jetzt gut. auch nicht. Was die gute Giorgio Armuni? Nee, will ich von Apollo. So, mit Optik. Mit Optik. Steht denn da drauf hier? Habe ich schon ganz vergessen, hier hängen überall Schilder, ich weiß nicht, was drauf steht. Ach, Das. Timo ist doof. Ah, das ist noch eins, ein Überbleibsel von. Ach Ja. Gott, das hängt da, glaube ich, schon seit Ewigkeiten. Sympathisches Schild, durchaus. Das hängt da. Das hing vor Folge 200, hing das schon. Ist ja schon nostalgisch, das Schild. Ich habe drei aufgehängt, zwei hat er gefunden und abgehängt. Das dritte hängt irgendwie immer noch.
Ja, ich hab den, glaube ich, schon mal drauf gestoßen. Ich hab's nur wieder vergessen. Das Alter, das Alter. Ja. Seit ich 23 bin, geht's bergab. Ich weiß gar nicht, wie du dich fühlst. Frag lieber nicht, so. Das ist, da will ich nicht drüber reden. Das ist Hab mir gedacht. schon das ganze Jahr ist das ein Problem hier mit mir. Es ist, Schon grenzwertig, ne? ja, es ist ein Elend. Und jetzt ist der Sag's, Kopf. wie es ist. Existenzangst. Oh, nö, das nicht. Ist mehr so gesundheitlich immer noch oder beziehungsweise gerade Ja, wieder. ich meine ja die reine Existenz an sich. Ach so. Das meinte ich ja. Ah, da ist noch Stein. Das reine klassische Überleben. Ja, ne, so schlimm ist es nicht. Das ist ja nicht das Problem. Der Doktor hatte ja geguckt. Da ist ja nichts, was irgendwie das Überleben gefährden könnte. Aber so richtig gut ist es halt trotzdem nicht. Im Moment. Im Moment vermute ich auch immer, dass es an diesem dämlichen Wetter liegt, das mich einfach fertig Ja macht gut, langsam. es macht aber auch jeden kaputt. Ich meine, ich bin mit aus dem 3 auf der Arbeit und denke, ich könnte jetzt gerade einschlafen und nie wieder aufwachen. Es klebt alles, es bappt alles, es schwitzt alles. Gut, ich beschwere mich auch wieder, wenn es schüttet wie die Sau und ich muss raus, aber jetzt gerade in dem Moment müsste ich nicht raus. Also von mir aus. Ja, ich mag's ja, wenn's warm ist, aber diese permanente Schwüle, die wir hier haben, die ja auch nicht mal weggeht, die geht mir mittlerweile so auf den Sack. Das ist nicht überhaupt Ja, zum also wie Aushalten. gesagt, ich war in Ägypten und hatte kein Problem mit der Hitze, aber das ist einfach eine andere Hitze. Das ist auch verdammt heiß und du bist auch froh, wenn du dich mal abkühlst dann, aber es ist nicht so dermaßen schwül. Dieses Drückende, das macht einem echt fertig. Hier steht die Luft. Könnt schwören, ich gehe jeden Morgen durch dasselbe Stück Luft die Tür raus. Ja, so ungefähr fühlt sie es Das an, ja. grüßt schon. Nicht windig, natürlich nicht, wäre ja schön. Nein, einfach so ganz still so. Morgen. Na, ist dir warm? Ist mir Du doch Penner! egal. Ist mir egal. Ist mir... Diese Spitzhacke, ne? Da will man einen Stein abbauen, dann fräst du eine ganze Reihe weg. Ups. So, ist das jetzt hier? Ich kenne mich in meinen Kisten nicht mehr aus, so lange war ich nicht mehr hier. Ne, das geht auf jeden Fall anders Jetzt hin. mal habe ich mir entschieden, die Hallenbadböden in den Becken genauso zu machen wie das Außending. Bevor sie nie fertig werden, da kommt ja eh Wasser drauf, sieht ja später eh kein Schwein mehr. Können wir vielleicht noch Lampen in den Boden einbauen, das hätte noch Stil, aber das kann man ja im Nachhinein noch machen, bevor sie gewässert werden. Dann habe ich einstecken, es könnten ein paar mehr sein. Na gut. Klopf, klopf, jemand im Chat. Ich hasse diese Nachricht. Wie oft soll ich noch dem Chat klar machen? Nein! Du Hanswurst, du dämliche! So, ach, da ist Bruchstein. Okay, dann tun wir es Schön, wie rein. man die kleinen Becken alle den Böden macht, um sie vor dem fetten Becken zu drücken. Geh hier doch nochmal dran. Das halt nochmal aufschlagen. Habe ich hier Kohle drin? Kaum. Da sieht man mal, wie souverän wir heute gestartet sind, ne? Das ist so richtig. Wie jetzt? Von der Uhrzeit her. Ja, normal lang rumgeblänkel und Ja, es gegen war. 9 geht's dann los. Aber da sieht man mal, wenn hier nur die Leute sind, die auch wirklich was können. Ja, läuft bei uns dann. Ja, aber hallo, Poco. So. Zack, zack, zack. So, ich bin ready for takeoff, nahezu. Hier machen wir nochmal Fackeln Habe ich schon draus. erzählt, dass ich ab nächste Woche Ferien habe? Das heißt dann was? Ich habe keine Abendschule. Also meine Meisterschule hat Ferien. Was ziemlich geil ist. Das heißt, ich habe auch dienstags und donnerstags wieder einen freien Abend und kann samstags ausschlafen. Und oh. Ich habe nicht gedacht, dass ich mich nochmal auf Ferien freuen darf. Früher war es immer so, während der Ausbildung in der Berufsschule Ferien waren, war das nur so eine halbe Freude, weil du musstest ja in Betrieb gehen. Ja. Ne? So war das also relativ. Aber jetzt denke ich mir Berufsschule einfach oder so, so, ja. ja, ihr Zur Ficker! Ich Ausbildungszeit habe bleib ich zu Ferien Hause. gehasst. Ja, weil da waren nämlich die schönen Berufsschultage, die nur halb sind weg und man muss die ganze Zeit schaffen. Richtig. Gut, du konntest mal eine ganze Woche Urlaub nehmen wenigstens. Dafür waren sie gut, aber wenn du keinen Urlaub hattest, war das echt. Geile Ja. war ich eine Zeit lang, auch so wie ich jetzt Schule habe, also Dienstag und Donnerstag Berufsschule, da war die Woche richtig kurz.
Weiß gar nicht Manchmal mehr. haben Montags und Freitags ist natürlich auch geil. Weiß gar nicht mehr, wie das bei mir war. Aber gut, es war bei mir sowieso irrelevant, weil ich habe ja den aufregenden Einzelhandel gelernt und da hast du so oder so dann noch den Samstag, da ist dir das dann egal. Ach so, ja klar. Wobei, das war dann ganz gut, wenn man, sagen wir mal, mittwochs Berufsschule hatte, vormittags und danach frei und dann halt donnerstags den freien Tag, weil den hast du ja dann dafür unter der Woche irgendwann gehabt, war dann auch ganz geil. Das war dann, Na war gut, irgendwie ja. teilweise dann montags halb Berufsschule, halb Arbeit, Dienstag Normalarbeit, Mittwoch noch ein bisschen Schule und dann frei und dann halt noch Freitag, Samstag busy und dann wieder frei und Klöten schaukeln. so hat sich das ja ins Jude mal aufgeteilt, aber es ist halt. Ja. Ich weiß nicht, was mehr Spaß macht. So zwischendurch mal noch immer frei haben und dann halt immer zweimal einen Tag frei oder einmal 2 Tage frei. So. Hat beides Vorteile. Glaube ich, ja. Mei, ist das hübsch, was du da machst. Hey, wo bist du? Ach, Martin, Amoin. Hallöche, Kuckuck. Amoin, Da fehlt ja Amoin. das Wasser im Becken. Hallo? Losse. Was fehlt? Das Wasser im Becken. Ha, meins. Puh. Okay. Ich habe auch noch zwei Eimer. Ich habe es nur schon wieder ins Inventar gelegt. So, ich sehe, man kommt hier nicht mehr raus, außer man taucht. Dann tauche ich mal irgendwie aus dem Schwimmbad raus. Viel Spaß. Wenn Da. du vorher guckst, wo der Rand ist, geht's. Wenn nicht, dann Ja, ich muss ja hier sowieso an den Rand zu meinen Gleisen. So. Eigentlich habe ich keine Lust, aber man muss es halt hier auch irgendwie mal weitermachen, sonst. Oh nö, da hat gerade wieder das Internet gebuggt. Vier Reihen, die ich da gezogen habe, plötzlich verschwunden. So, ich muss erstmal Leitern legen. Dann müssen wir mal hier in die Kiste ran und gucken, was wir hier an. Die Fanzeit wird ja auch endlich die Umbauzeit von meinem Arbeitszimmer wahrscheinlich im August. Oh, schön. Neuer Schreibtisch rein, kleines Stückchen Teppichboden reingelegt, vielleicht mal ein neuer Stuhl, alle Monitore richtig aufgebaut und so. Nicht auf dem Rollwagen den dritten Monitor stehen. Und dann mal wieder Zeit für ein bisschen mehr Aufnahme, wenn du dann Ja. Donnerstagabends zum Beispiel, ne? Genau. Da bin ich dann wesentlich flexibler. Da kann man alles schneiden, was ich schneiden will. Und ach Gott, tschüss. Ach, ist ja. Glaube, die Freunde will auch noch was von meiner Zeit, aber das kann man ja. Ach, Quatsch. Seit wann wird die denn gefragt? Weiß ich nicht. Sie hat es irgendwann mal behauptet. Kommt mich nicht erinnern. Jetzt bin ich da abgesoffen. Ups, jetzt habe ich ein Loch in die Wand gemacht von meinem Schwimmbad. Ups, ups, ups. Ja, die Pest. Richtig. Dafür sind wir aber kurzfristig eingesprungen. Ja, ganz kurzfristig. Also eigentlich war ich ja heute wo ganz anders, aber dann habe ich ja, komm, ist Pest, da machst du mal ein bisschen AIDA Ja. weiter. Hast zwar keine Ist Lust das? drauf, aber. Fuck. Abgesoffen. Kacke, wie kommen wir jetzt hier wieder hoch? Oh, Scheiße. Bin mal raus. Irgendwo ist ein Ausgang. Was ist das hier? Achso, das ist ein Zwischenteil zwischen haufenweise Becken. Kannst du mal schön ins Becken stoßen. Ja, aus der Hüfte. Locker aus der Hüfte. Ding, Anlauf statt gleich geht. Was? Ja, läuft. Ja, sonst brauchst du ja gleich gehen. Richtig. Wer steht, bewegt sich selten fort. Ne? Außer er fährt. Fort. Ja. Ja, fährt der alte Lord fort, fährt er nur im Ford fort. Richtig! 100 Punkte! Wahnsinn! Ja. Ne? Oh. Der Heinz, der Erhard. Ah. Was wollte ich hier hinbauen? Wollte ich hier ein Becken hinmachen? Ich dachte, ich wollte hier eine Bar hinmachen. Ba 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 ba. Ba 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 Barbara. Barbara.
Ach, da habe ich ja noch. Ach Gott, habe ich noch Sunshine. Ach Gott, habe ich noch Sunshine. Was ist das hier noch? Ach Gott, habe ich schon noch weiße Wolle. Also der Wahnsinn. Ich habe mich aufgefragt, was ist denn das? Alles weiße Wolle. Ich wollte hier eigentlich. Wieso habe ich hier ein Becken hingezogen? Ich kann mir jetzt kein Drösel erklären. Ihr sollt das Becken. Und die drei kleinen Becken. Auf der anderen Seite kommen dann die richtigen Schwimmerbecken. Also noch zwei große Schwimmerbecken, aber das hier sollte doch so eine Schilling. Vielleicht ist das das Becken für den Sprungturm. Nee, das kommt auf die andere Seite. Ach so. Da könnte man zwar auch einen Sprungturm hinmachen, aber eigentlich war das auf der anderen Seite geplant. Oder habe ich hier das auch noch geplant? Aber dann hätte ich ja hier gar keine Bar oder so. Ja. Weil ich habe auf beiden Seiten dieses Ding gleich lang gezogen und ich könnte schwören, dass ich da irgendwie so liegen oder eine Bar oder so hindübeln wollte, halt an das Mittelteil. Ein Menschenskinder, jetzt bin ich aber baff, gell? Ich kann's dir nicht sagen, ich weiß auch nicht, was du da machst. Was hab ich mir dabei gedacht? Da wahrscheinlich nichts. Ach, das könnte es gewesen sein, ne? Das ist ja jetzt nicht das erste Mal, ne? Bin mir sicher, dass das Thema war. Ach je. Ob ich hier jemals irgendwas Sinnvolles bei diesem Projekt mache, was auch Spaß macht? Weil entweder ich habe hier Spaß oder ich arbeite am Projekt, aber. Das ist ja irgendwie. Du wartest zu viel. Ja, ich hätte ja Lust auf den Hafenbau, aber. Dafür muss man halt auch erstmal das Gelände wieder plätten und das war auch wieder kein Spaß. Wieso macht den Geländeglätten keinen Spaß? Verstehe ich gar nicht. Ja, das war jetzt auch ein ganz schlauer Akt. Welches Werkzeug eignet sich am allerbesten, um Wolle abzubauen? Was ich reflexartig gewählt habe. Sand. Werkzeug. Ach so. Eine Axt. Nein, viel, viel passender. Ein Schwert. Nein, viel passender. Dann weiß ich es auch nicht. Dann bleibt eigentlich nur noch die Spitzhacke, aber. Nein, eben nichts, was spitz ist. Die Schaufel. Ach, die Schaufel. Der braucht man länger als mit der Hand. Klopf auf die Wolle, geh jetzt endlich weg, du Arschloch. Ach, das hätte ich jetzt aber noch für sinnvoll erachtet. Wolle mit der Schaufel, das macht doch. Macht das keinen Sinn? Hier nicht, weil es Blöcke sind. Ach so. Wenn du natürlich die periphere Einzelwolle aus Natur befüllen willst, dann mag das in der Theorie rein vom Sachverhalt her nicht kritikwürdig sein. Ah ja. Okay. Wenn man so formuliert jedenfalls. Ja, muss man ja nicht. Ne, man kann es auch anders sagen, aber dann macht es eben noch weniger Sinn. Das ist, so. Ich habe übrigens immer noch nicht zum Schneiden von unserem anderen Projekt. Deswegen habe ich meine zweite noch nagelneu verpackte Wechselträgerplatte mal ausgepackt. Und mal über Nacht spontan 700 GB draufgezogen, damit ich Platz habe zum Aufnehmen wieder. Ja, das hat auch noch ein bisschen Zeit. Also. Ja, ich denke auch, da kann man wirklich, ich muss es nur mal schneiden von wegen der Platz, platzlichen Logistik und so. Aber dann kann man das starten, wenn es wirklich souverän, also wenn man da sagt, und jetzt. Uiuiui! Ja, ich bin ja zurzeit noch, also diese und nächste Woche noch offiziell eigentlich in der Sommerpause. Ich mache ja danach erst wieder weiter. Naja, dann kann man überlegen, ob man das danach dann, quasi als dein genau, Coming Back. Ja, dann kann ich das nämlich out bei Minecraft, da habe ich immer ab und zu so meine Newsfeed-Folgen. Da kann ich das auch gescheit ankündigen. Klingt doch souverän. Ja. Ich vermisse es fast schon ein bisschen, die Aufnehmerei. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben war bei den ganzen Projekten. Ja gut, du hast ja noch viel mehr in der Tasche als ich. Ja, ich müsste mir dann die eigenen Videos angucken, dann wüsste ich auch wieder, wo ich bin. Ich meine, die laufen ja noch. Ist ja nicht so, dass ich jetzt einfach Sommerpause und nichts mache, ne? Das läuft ja alles. Ja, wer macht sowas schon? Ja, ne? Genau. Der Hals, der Hals. Ich hab's ja tatsächlich geschafft, für 5
Wochen alles, was ich so habe, im Vorrat aufzunehmen, dass ich jetzt einfach mal ein bisschen Ruhe habe. Ja, Keine läuft, Chance. läuft. Dann läuft bei dir. Ja, aber das hält jetzt nächste Woche noch. Da habe ich aber auch sowieso einfach keine Zeit zum Aufnehmen, kaum zumindest. Deswegen ist es ja ganz gut so. Deswegen war das ja auch Absicht. Aber dann muss wieder. So. Jetzt habe ich jetzt fertig. Gut. Ich glaube, für noch eine Reihe reicht. Leider nicht. Leider, leider. Dann muss ich jetzt erstmal wieder Sieht denn das aus, wenn man das Fackeln macht? setzen.